Lieber Peter, wir wissen jetzt schon, wie du als Privatperson mehr oder weniger tickst. Aber jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Thema, das sicherlich da draußen auch sehr, sehr viel interessiert. Weil das ist natürlich für viele, die da draußen sind, die mit Wettkampf nichts zu tun haben. Ja, für die ist das so ein exotisches Gebiet. Was tun denn die da? Damit die am Ende so aussehen. Richtig, genau. So, und ich hatte immer meinen Leuten gesagt, weil die auch oft so ein bisschen, ja, kommt schon so ein bisschen negativ, so ja, Bodybuilder und essen immer das Gleiche und sind verrückt und was weiß ich was. Und ich sage, Freunde, das, was Bodybuilder zum Teil praktizieren, das ist wie beim Formel 1. In den Formel 1 Wegen werden Teile getestet, die man irgendwann im Serienfahrzeug findet. So, und so sehe ich es eigentlich auch in der Bodybuilding-Szene, weil wenn du mal überlegst, die Geschichte Low Carb, woher kommen die eigentlich? Wer hat denn die eigentlich erfunden? Letztendlich ist da ganz stark auch von Bodybuildern abgeleitet worden, die natürlich herausgefunden haben, ja, wenn du die Kohlenhydrate mal weglässt, hast du eine bessere Fettverbrennung, du kommst eine bessere Definition. Also da kommt mit dem Ursprung her. Also so schlecht kann es nicht sein, was da gemacht wird. Und jetzt habe ich an dich die Frage, wie bereitest du dich auf einen Wettkampf vor? Also das Wichtigste ist zunächst mal, dass ich nur noch Nahrungsmittel konsumiere, die naturbelassen sind. Das heißt, ich nichts verzehre, was in irgendeiner Art und Weise von der Nahrungsmittelindustrie verändert worden ist oder angefasst worden ist. Das heißt, für mich gibt es eigentlich gerade so in der Endphase einer Diät gibt es nur noch Reis, Hähnchenfleisch, Salat, Gemüse. Ein bisschen Öl und das war es eigentlich. Ansonsten, was halt noch wichtig ist, die Flüssigkeitszufuhr, Salzzufuhr, aber alles, was in irgendeiner Art und Weise nicht so in der Natur vorkommt, esse ich einfach nicht mehr. Also keine Fertigprodukte, kein Brot vor allen Dingen, keine Mehlwaren, keine Milchprodukte, das fliegt bei mir alles raus. Auch Milchprodukte ist ja so eine Sache. Milch ist ja nicht für uns Menschen gemacht, sondern Milch ist eigentlich für Kälber und in dem Moment macht es für mich keinen Sinn, Gibt das auch eine zu konsumieren. Reaktion, gibt ja auch eine Reaktion im Körper. Genau. Ich sage auch immer, weil es wird immer so, ja, ihr mit eurer, was ihr da macht, das ist doch völlig wurscht, ob ich jetzt Nudeln esse oder Kartoffeln Nein, das esse. ist ja eben nicht. Ja, und weißt du, was ich da dazu sage? Das wirst du mir gleich auch bestätigen. Wenn du jetzt 20% Körperfett hast, dann kannst du Nudeln essen, wie du willst, du siehst den Unterschied nicht. Wenn Richtig. du aber das erste Mal auf Wettkampfdiät warst und du bist so richtig schön runtergekartet und du isst dann mal einen Tag was anderes und du stehst am nächsten Morgen und sagst, ey, was ist jetzt passiert? Also im Körper, dadurch lernst du auch mal so die Sensibilität des Körpers und du lernst, wie sich gewisse Dinge auf den Körper auswirken, das du sonst nicht siehst. Deswegen ist da manchmal für jemanden, der außen steht, es unverständlich. Ja klar, wenn ich 15% oder 20% Körperfett, dann sehe ich es nicht, Richtig. ob ich da ein bisschen mehr oder weniger habe. Aber du siehst halt echt am Body, wenn du runtergekartet bist auf ein paar Prozent und du machst dann Dinge, die du eigentlich nicht machen solltest, erkennst du sofort, erkennst du auch den schädigenden Faktor. So sieht's aus. Nichtsdestotrotz spielt es natürlich für den Normalsterblichen, sag ich mal, denjenigen, der jetzt keinen Wettkampf macht, trotzdem eine Rolle. Er macht es sich dann häufig dadurch, dass er eben die falschen Dinge isst, unnötig schwer. Ja, Richtig. deswegen kann man da durchaus vom Wettkampf-Bodybuilding auch eine Menge lernen. Richtig. Gerade dieses, ich bezeichne es auch immer so weit wie möglich, art- und bedarfsgerecht essen. So sieht's aus. Das runtergerechnet sorgt dafür, und das merkt jeder, natürlich auch in Wettkampfvorbereitung macht, man bekommt ja nicht so viel zu essen, aber man hat eine wahnsinnig hohe Leistungsbereitschaft, wo viele andere sagen, das ist ja unglaublich, bei dem Essen bringen die noch so eine Leistung. Warum? Das ist vielleicht auch mal die Erklärungsweise, warum so ist. Du darfst gleich einhaken, aber ich habe das immer dann so erzählt und gesagt, du, überleg mal, du führst dem Körper nichts zu, was in irgendeiner Art und Weise ihn stark belastet. Das heißt, sämtliche Ja. Organe haben keine zusätzliche Arbeit, irgendwas abzubauen. Somit hast du viel mehr Lebensenergie. Erstens das und zweitens, was man auch nicht vergessen darf, auch Verdauung kostet Energie. Und Richtig. in dem Moment, wo ich weniger esse, was verdaut werden muss, erhöhe ich dadurch indirekt sogar am Anfang die Energie, die im Körper freigesetzt werden Richtig. kann. Also ich habe es immer, wenn ich eine Wettkampfvorbereitung beginne und dann wirklich erstens von jetzt auf gleich alles rauswerfe, was da nicht reingehört, ne, wie irgendwelche Mehlspeisen oder Süßigkeiten oder was auch immer, oder Milchprodukte. In dem Moment merkt man schon mal erstens, dass der Körper runderläuft, besser funktioniert. In dem Moment, wo man dann auch anfängt, die Kalorien zu senken,
merkt man auch, dass diese zusätzliche Verdauungsarbeit, die dann wegfällt, den Körper ein Stück weit entlastet. Bei mir ist es sogar so, wenn ich eine Vorbereitung anfange, obwohl ich im Kaloriendefizit bin, habe ich trotzdem immer noch den Effekt, dass die ersten 7, 8 Wochen die Kraftwerte steigen und ich gefühlt auch noch mal ein bisschen Muskulatur, ein bisschen Substanz aufbaue. Ja, das ist ja das Faszinierende, wo man sich jetzt, gut, man muss natürlich dazu sagen, jemand, der jetzt keine Wettkampfvorbereitung macht, der kann mal Milchspeisen essen in kleinen Mengen. Das bringt ihn sicherlich nicht um, auch mal ein paar Nudeln. Natürlich auch hier gilt, die Dosierung macht das Gift. So mache ich es in der Off-Season ja auch. Also wenn ich mich nicht auf den Wettkampf vorbereite, dann ist es halt auch so dieses klassische 80-20, dass ich 80% gucke, dass ich vernünftige Sachen esse und die restlichen 20% sind mir dann gelinde gesagt auch wirklich scheißegal. Das ist auch ob ich da mal ein Stück Schokolade esse oder mal Nudeln esse oder mal Reis durch Kartoffeln tausche oder, das macht es dann am Ende nicht, Ende des Tages macht es den Kohl nicht fett. Ja, das ist natürlich auch so sollte man es auch weiterempfehlen. Klar, in der Regel ist es halt meistens draußen genau andersrum, dass eben 20% gesund 80. und dann 80, das funktioniert eigentlich nicht. Aber gerade dieses Leistungssteigerung durch gezieltes Essen ist den meisten nicht bewusst, weil man sich damit auch nicht beschäftigt. Du hörst auch draußen bei Beratungen überhaupt nicht, naja, wenn du dein Essen cleaner machst, hast du mehr Energie. Das hörst du draußen, hast du bei keiner Ernährungsberatung, bei keinem Diätassistenten erzählt das. Das kann man wirklich nur mal erleben, wenn man es selber gemacht hat. Ich mache schon seit 30 Jahren Ernährungsberatungen. Und da kommen die Leute immer zurück und sagen, hätte ich nie gedacht. Ich habe auf einmal so viel Power. Die Leute fühlen sich auch wesentlich fitter, sind nicht mehr so schläfrig, ne? Können auch klarer denken. Ja. Also ich sag den Leuten halt auch immer, dadurch, dass du die falschen Dinge isst, vergiftest du auch ein Stück weit deinen Kopf. Ja. Man kann sich wirklich sag mal, ein bisschen regelrecht benebeln durch das falsche Essen. Ja. Es ist immer, wenn das Thema Ernährung für mich angeschnitten wird, hat es vom Gesamteffekt einen höheren Stellenwert wie das Training. Ich habe immer auch so eine Formel. Manchmal die Leute fragen, ja, ich will jetzt in der Woche 5-mal trainieren. Das sage ich, du, das ist schön, dass du es machen willst. Die Frage ist, kannst du es auf Dauer umsetzen, diese 5-mal 2 Stunden, um irgendwelche Kalorien zu reduzieren? Ich habe die Formel 21 VS3. Sage ich immer so, kennst du die Formel 1? Nee, das sage ich jetzt ganz einfach. Kennst du sie schon? Nee, sag mal. Das ist ganz einfach. Wir haben in der Woche, durchbedingt, wenn wir 3 Mahlzeiten essen am Tag, haben wir 21 Mal die Möglichkeit, uns die richtigen Kalorien in der richtigen Form, der richtigen Menge zuzuführen. Im Verhältnis der Durchschnittsbürger mit einer Familie, mit dem Haus, mit dem Auto, mit dem Kind, hat in der Woche maximal 3-mal Zeit für 1 Stunde Sport. So, jetzt habe ich 3 gegen 21. Somit die höhere Potenz ist bei 21. Definitiv. Und wenn man da noch rechnet, pass auf, eine Trainingseinheit bringt im Durchschnitt Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn, viel wenig Muskelmasse, ungefähr 400 bis 500 Kalorien pro Stunde. So, eine Pizza, Salami, hat bis zu 800. Ja, es gibt die große, 1300 Kalorien. Das heißt, du machst mit einer großen Pizza, energetisch gesehen, dein komplettes Training kaputt. So, und daran, das war für mich auch irgendwann mal so dieser Faktor, wo ich gesagt habe, ey, die Ernährung hat so einen hohen Wert, weil die eine höhere Potenz hat. Und was man dabei halt nicht verwechseln darf, die Leute sagen dann häufig, ja, Ernährung ist ja wichtiger als Training. Gerade wenn man Muskelaufbau und einer anderen Figur interessiert ist, reicht es natürlich nicht zu sagen, ich ernähre mich jetzt nur top und dann habe ich 80% meines Erfolges schon im Sack. Das baut trotzdem natürlich immer noch aufeinander auf. Und das ist das, was in meinen Augen Bewusstsein der Leute oft fehlt, dass sie dann denken, ja, Training ist ja nicht so wichtig. Die 70% meines Erfolges habe ich über die Ernährung ja schon drin. Das funktioniert so natürlich nicht. Die Reize müssen gesetzt werden. Ansonsten geht der Körper halt her und baut Muskeln ab und nicht Fettgewebe. Ne? Deswegen Training muss schon sein. Ja, ich denke, weißt, diese Formel, was sie da gemacht hat, oder das, was da auch gesagt wird, es ist halt eben leider Gottes so, dass die meisten trainieren gehen. Die kümmern sich mehr ums Training, deswegen ist es auch entstanden und wundern sich aber, dass er nach 2 Jahren immer noch fast so aussehen wie im ersten Jahr. Wenn eigentlich die Basis nicht stimmt, die Grundernährung nicht stimmt, dann kann ich wirklich auch, klar, ich werde Kraft kriegen. Kraft wächst zwangsläufig irgendwie schon immer. Aber das Muskelvolumen, die Veränderung, dass du sagen kannst, oh, jetzt sehe ich ihm das Ganze an, das auch, das siehst du halt dann, wenn der Stellenwert der Ernährung natürlich angepasst wird und sagt, so, jetzt hat die Ernährung die gleiche Gewichtung wie das Training auch und dann läuft es in der Regel auch. Ja, das ist oft eine Sache, wo ich mich vom Verständnis her halt schwer tue, weil für uns ist das so drin, dass man sich halt vernünftig ernährt, dass man vielleicht mal 20-30% irgendwas isst, aber größtenteils halt schon vernünftige Sachen, dass man das dann, also ich habe da oft dann einfach ein Verständnisproblem, dass ich das nicht verstehe, dass die Leute nicht von der Stelle kommen, aber wenn man dann hört, was sie dann essen, ne,
morgens Weißbrot, mittags Pizza, abends noch irgendwo einen Burger geholt und zwischendurch an der Tanke noch ein Mars reingeschoben oder Snickers. Ja. Das ist ja halt klar, dass am Ende des Tages der Körper daraus nicht sich das ziehen kann, was er braucht. Ja, du siehst ja auch, dass letztendlich mir auch klar und verständlich, das Essen fordert von den meisten mehr Aufmerksamkeit. Weil du sollst halt 21 Mal gucken, was du machst. Ja. Dreimal ist es mit Spaß verbunden, ins Fitnessstudio zu gehen, da lernst du andere Leute kennen, du hast Spaß beim Training, Bewegung macht Spaß, jetzt kommt die Küche. So, und die Küche wird halt bei den meisten bewertet als mühsam, als Zeitinvestment, umsonst, lästig, was weiß ich was. Und da ist meistens der Haken. Ja. Aber wenn wir jetzt auch gucken, du trainierst da außerhalb der Wettkampfvorbereitung auch. Das Zünglein an der Waage ist, auch auf die Bühne zu gehen, ist ein Ernährungsfaktor. Ja, definitiv. Also das ist auch so ein Punkt, wenn ich mich am Wettkampf vorbereite. Ich trainiere nicht eine Nuance anders. Mhm. Das Training ist komplett dasselbe. Ich steuere das komplett nur übers Essen. Und bei mir ist es sogar so, dass ich auch kein Cardio-Training mache. Das einzige Cardio-Training, was ich mache, ist das, was ich nachher auf der Bühne auch brauche. Mhm. Das heißt Posing-Training. Mhm. Das ist auch das, was ich allen meinen Athleten immer empfehle. Setzt euch nicht stundenlang einfach sinnlos auf den Stepper oder aufs Fahrrad oder joggt draußen durch die Gegend, sondern verbringt die Zeit dann damit, auch das zu üben, was er auf der Bühne braucht, nämlich im Posing-Training. Und wer das richtig knallhart durchzieht, der ist nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde so klatschnass geschwitzt und hat so viele Kalorien verbrannt und hat sich gleichzeitig noch selber für das geschult, was er auf der Bühne dann wirklich braucht. Ich sage den Leuten immer, was macht ihr auf der Bühne? Fahrradfahren oder posen? Mhm. Also wenn ihr auf der Bühne post, dann post doch bitte, um zusätzlich Kalorien zu verbrennen und setzt euch nicht sinnlos aufs Fahrrad. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich es höre. Also das mit Posing ist mir klar. Ich weiß auch, dass die meisten zu spät anfangen zu posen. Ja. So dann, wenn sie schon komplett leer sind und dann der Kopf nicht mehr funktioniert. Dann kriegen sie es auch nicht mehr hin, einen Automatismus daraus zu machen. Und ich mache es mit meinen Leuten so, dass ich, wenn ich in eine Vorbereitung einsteige, schon 4-5 Monate vorher anfange, das Posing wirklich zu üben. Und zwar so lange, bis das wirklich wie ein abgespeicherter Film hier oben ist, wo man eigentlich nur noch den Play-Knopf drückt und das Programm, was man vorher über Monate erlernt hat, mit einer Selbstverständlichkeit abspult, dass es auch entsprechend souverän auf der Bühne rüberkommen kann. Und da bringt mir das ganze Fahrradfahren oder Joggen bringt mir am Ende des Tages nichts. Das ist richtig, wenn du natürlich zu viel Zeit auf dem Ergometer, auf dem Fahrrad verbringst und dadurch natürlich die Zeit vergisst, dich zu posen, überhaupt zu posen. Und vor allem, wenn du mit Posen zu... wenn du leer bist, dann bist du tot, dann kann dein Gehirn nicht mehr arbeiten. Das ist halt leider der Fehler bei der meisten, dass sie zu spät anfangen zu posen. Normalerweise solltest du schon anfangen zu posen, wenn du gar nicht auf den Wettkampf hast. Dass du das Gefühl kriegst, überhaupt was zu tun. Ja. Interessant mit dem Posen, auch hier mal eine Ansage den meisten zu machen, fang frühzeitig an zu posen, dafür brauchst du auch ordentlich Energie. Und jeder, der schon mal gepost hat, der weiß, wie pervers anstrengend das ist. Also ich würde sagen, halbe Stunde posen ist 1,5 Stunden Training. Das kann man so stehen lassen, ja. Zumindest, wenn man es richtig macht. Ne? Ja. Wenn man, das ist ja auch so ein Faktor, die Leute, die es dann tatsächlich auf die Bühne schaffen, in dem Moment ist man so aufgeregt, so voller Adrenalin, dass man sowieso die Muskulatur viel härter und krasser kontrahiert und anspannt, als man es jemals vorher beim Üben meistens gemacht hat. Und dann kommen die Leute nach einem 10-Minuten-Auftritt von der Bühne und sind fix und fertig, weil sie es in der Intensität noch nie gemacht haben. Ja, auch da kommt es dann darauf an, dass man sein Training vorher, das Posing-Training, entsprechend auf dieses Intensitätslevel schon hochgebracht hat. Und da ist vor allen Dingen derjenige, der einen da anleitet und einem das beibringt, gefordert, das auch einzufordern. Ja, klar. Und nicht, mach mal ein bisschen Doppelbizeps, ja, sieht gut aus, mach mal nächste Pose. Und nach einer 3 Sekunden bist du durch, ne, sondern wirklich volle Pulle anspannen. In die nächste Pose rein, wieder volle Pulle anspannen, einen Durchlauf durch und den nächsten direkt hinterher. Und das 3-4 Mal durch. Wer das kann, der hat danach auf der Bühne auch den nötigen Fokus und die nötige Kraft und Energie, das durchzustehen. Und noch was, er hat auch die nötige Ausstrahlung. Weil das, wenn du es nicht kennst und du stehst auf der Bühne, so ist es, als ob du gleich verrecken würdest dabei. Er muss ja auch noch strahlen dabei und das geht nur, wenn man es geübt hat vorher. Und da gibt es noch, wenn man schon dabei im Posing, gibt es noch einen Riesenvorteil, was die meisten nicht wissen. Wenn man lernt zu posen, lernt man seine Nervsignale, seine vom Gehirn genau in den Zielmuskel zu steuern. Und das ist ein Riesenvorteil im Training. Wenn du Leute anguckst, die Wettkampfbodybuilding machen und posen gelernt haben, die trainieren komplett anders.
Die haben jeden Muskel im Fokus und wissen ganz genau, wo soll die Belastung hin. Wenn du als Wettkampfbodybuilder oder auch als Trainer, wenn du es ausführst, den Leuten sagst, du hast den Latissimus im äußeren Bereich nicht angespannt, dann gucken die dich an, was? Was für ein Ding habe ich noch nie angespannt? Was ist das? Wie geht das? Ja, klar, weil du es nicht kennst. Klar, man fordert euch als Trainer ein, das müsste er eigentlich verstehen, aber er kann es nicht verstehen, wenn er es nicht kennt. Deswegen, gerade Posing ist sicherlich eines der besten Trainingsarten, die beste Muscle-Brain-Connection aufzupassen überhaupt. Und dann, wenn du das kannst, kannst du dich auch brutal als schöner Athlet entwickeln. Erstens das und zweitens gibt es das Ganze aber auch umgekehrt. Wenn du halt nach jeder Wiederholung eine kurze Pause machst und aus einer Vorspannung in die Kontraktion reingehst, kannst du auch über das Training wiederum lernen, diesen Muskel überhaupt anzusteuern, was dir dann beim Posing auch wieder eine Menge bringt. Das heißt, das ergänzt sich auch prima gegenseitig. Und auch das ist ein Grund, warum das Training mit Pausen zwischen den Wiederholungen aus einer Vorspannung mit einer ganz anderen Fokussierung auch dir beim Posing wieder eine Menge hilft. Und das ergänzt sich perfekt gegenseitig und sehe ich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wenn man es dann mit der nötigen Konsequenz macht, dann wird man über Jahre immer geübter darin, einen einzelnen Muskel wirklich ganz gezielt anzuspannen und zu kontrahieren. Weißt du, was ich da immer zu den Leuten sage? Das ist auch, ich versuche immer den Leuten so eine Eselsbrücke zu machen, dass sie verstehen. Dann sagt er immer zu, was willst du sein? Willst du der Produkt des Zufalls sein oder Produkt der Absicht? Ja. Da sage ich, ja. Bist du Bildhauer mit dem richtigen Werkzeug oder bist du der Metzger, der mit dem Messer im Wald anfängt, Holz zu fällen? Was hast du? Und dann verstehen sie langsam, wenn du es dann ihnen beibringst, dann entsteht auch eine wesentlich bessere Verbindung zum Sport. Mhm. Muss jetzt aber mich uns schon kurz einbremsen, weil jetzt sind wir gerade in einer Philosophie, die vielleicht so eine da draußen an sagt, hä, von was haben die es eigentlich? Ja. Jetzt sind wir schon im Promillebereich. Aber das ist das Besondere an diesem Sport. Wenn man auch als Coach und Coach beieinander sitzt und über sowas philosophieren kann und schon wieder denkt, das müssen die alle verstehen. Ja, man sich halt sofort versteht und sofort auch weiß, was der andere sagt, was der andere meint. Ja. Aber dieses Bewusstsein ist aber meiner Meinung nach das, was letztendlich dafür sorgt, ob man irgendwo oberer Durchschnitt bleibt oder ob man irgendwann in die Elite aufsteigen kann. Das ist die Leidenschaft, die berühmte Leidenschaft, die Leidenschaft. Das ist richtig. So. Positive Leidenschaft. Ja, finde ich absolut. Persönlich. Und was dahinter steckt, ist auch wieder so, dass viele Menschen verstehen das nicht. Mir ist es völlig wurscht egal, wenn ein Mann oder eine Frau ihr Hobby hat und wenn es die Briefmarkensammlung ist. Und wenn es die Eisenbahn ist, irgendwo im Speicher, wo ihn begeistert, was steckt denn eigentlich dahinter? Das wissen die wenigsten. Mhm. Und zwar, du gehst in deinem Sport auf, in dem, was du tust, und du bist in dem Moment extrem achtsam. Du fokussierst dich nur auf das und das gibt uns geistige Ruhe, weil wir uns nur dann in diesem Bereich befinden. Und das ist das Befriedigen. Du gehst nach dem Training raus und sagst, yes, gut mir gut, mein Gehirn hat Freiheit, ich bin wieder geladen für die nächsten Sachen. Und es ist völlig wurscht, ob jemand Briefmarken sammelt oder Teddybären oder was weiß ich was, solange es ihm Spaß macht. Und deswegen den Wunsch an euch alle draußen, seid ein bisschen tolerant gegenüber Kraftsportler, bitte. Oder? Ja, so schaut's aus. So sieht's aus. Für mich hat das halt auch einen gewissen meditativen Charakter. Du weißt, dass jetzt draußen wieder wegen, was, jetzt meditiert er auch noch? Das kann doch gar nicht sein. Beim Training meditiert er, der macht Bewegung und meditiert. Das geht, ja. In dem Moment, wo du meditierst, das heißt, im Training bist, pass auf, da geht es so, du hast deinen Latzug in deinen Armen und du bist mit deiner hohlen Birne nur im Latt. Das kleine, dumme Hirn kann nichts anderes wie, oder? Genau. Das kann man nicht verstehen, wenn man es nicht kennt, aber es macht einen Riesenspaß. Deswegen wünsche ich euch da draußen auch ganz viel Spaß beim Briefmarkensammeln, aber lasst uns den Spaß beim Training. Genau, so schaut's aus. Yes. Freunde, Peter Biers, wenn ihr Interesse habt, das darf ich nicht vergessen, und einen sehr, sehr, sehr einfühlsamen, sehr sensiblen, sehr weitsichtigen Trainer sucht für euren Auftritt auf der Bühne, dann kann ich euch Peter wärmstens empfehlen. Dankeschön.